Wenn die GH6 mit ihrem MFT-Sensor und die S5 Mark II mit ihrem Vollformatsensor, wenn die beiden ein Kind hätten, dann sähe sie so aus. Das ist die G9 Mark II von Panasonic Lumix. Das ist ein GH6-Sensor im S5 Mark II Gehäuse, ist das neue Topmodell von Panasonics MFT-Serie. Wir haben sie rangenommen, wir waren auf der Baustelle mit Sägespänen, wir waren am Strand, wo der Wind peitschte und die Wellen ans Ufer klatschten. Unsere Aufnahmen seht ihr jetzt. Das Gehäuse ist wirklich der S5 Mark II und der S5 Mark IIX zum Verwechseln ähnlich. Wir haben hier nur einen Knopf mehr vorne und wir haben keine Lüftungsschlitze hier oben. Muss man sich jetzt Sorgen machen, dass die Kamera nicht lange durchhält? Nein, muss man nicht. Wir haben die Kamera eine Stunde lang als Webcam eingesetzt. Wir waren damit auf stundenlangen Drehs. Die hat nicht einmal überhitzt, hat sich nicht einmal abgeschaltet. Also das macht sie mit. Der Sensor liefert 25,2 Megapixel. Das heißt, maximale Auflösung sind 5,8K. Mit 25 oder 30 Bildern pro Sekunde im 4:3-Format. Das 4:3-Format, das benutzen wir persönlich ganz gerne, weil es uns genug Freiraum für Hochformat-Videos als auch für Querformat-Videos gibt. Wir schalten dann im Display ein Querformat 16:9 Sicherheitsrahmen ein und sind damit auf jeden Fall im einen Format schon richtig und haben im anderen Format noch genug Luft nach oben und nach unten, dass wir auch Hochkant-Videos und Querformat-Videos in einem Dreh hinkriegen. Wer mehr will, der kann in Cinema 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde oder in Full HD mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde drehen. Beim Autofokus hat sich im Vergleich zur GH6 natürlich was getan. Mittlerweile hat Panasonic ja auch den Hybrid-Autofokus, das heißt auch Phasen-Autofokus. Und klar, der Autofokus ist jetzt nicht auf dem Niveau, auf dem jetzt zum Beispiel Sony oder Canon sind, aber er ist komplett zuverlässig. Wir haben fast ausschließlich mit dem Autofokus gedreht, weil wir die Kamera oft wirklich so, wie wir sie jetzt in die Kamera zeigen, auch im Einsatz gehabt haben, als Minimal-Setup, als immer dabei Kamera. Da kann man sich auf den Autofokus verlassen. Er hat ab und zu mal ein paar Aussetzer, aber grundsätzlich ist er immer on point. Und da müsst ihr nicht mein Wort für nehmen, sondern schaut es euch einfach selbst an. Gerade für Filme ist es auch interessant, dass ich über den USB-C-Anschluss auch wieder auf eine SSD aufzeichnen kann. Das geht in ProRes, in MOV oder MP4. Aber was diese Kamera nicht kann, ist, sie kann kein RAW-Signal über HDMI ausgeben. Das ist der GH6 oder der S5 Mark II vorbehalten. Wir haben aber dafür Vlog am Start, also das Dateiformat, mit dem wir am meisten filmen, weil es die optimale Mischung aus kleiner Dateigröße, aber großer Dynamik darstellt. Die native ISO-Empfindlichkeit bei Vlog, die liegt bei ISO 500. Das ist ein bisschen weniger als bei der GH6 oder der S5 Mark II. Da liegt die native ISO-Empfindlichkeit bei 640. Das finden wir eigentlich gut, weil wenn man mit hohen nativen ISO-Empfindlichkeiten beim Tag filmt, dann braucht man eigentlich immer einen ND-Filter, wenn man noch eine vernünftige Tiefenunschärfe haben will. Ja, ISO 500 ist jetzt auch nicht die Welt. Also am Tag, wenn die Sonne scheint oder wenn nur ein paar Wolken da sind, da kommt ihr um einen ND-Filter nicht herum. Den müsst ihr hier vorne aufschrauben. Das ist nun mal so. Wie sich die Kamera generell in der Lichtstärke schlägt, das haben wir für euch wie immer in der ISO-Testreihe festgestellt und das seht ihr jetzt. Kommen wir zur Bedienung. Die ist jetzt bei Panasonic wirklich nichts Neues. Wer einmal eine Panasonic-Kamera in der Hand gehabt hat, der wird sich sofort zurechtfinden. Alle anderen, die brauchen ein bisschen Eingewöhnung. Was wir persönlich sehr gut finden, ist tatsächlich, dass man über dieses Rad ziemlich schnell zwischen den einzelnen Menüpunkten switchen kann.
Es ist bei Panasonic ein bisschen so, dass neue Funktionen, die jetzt in das Menü eingeführt wurden, wie zum Beispiel das USB-SSD-Recording, die sind ab und zu an Stellen, wo man sie gar nicht vermutet. Zum Beispiel stellen wir das USB-SSD-Recording an der Stelle ein, wo wir auch die Speicherkarten formatieren wollen. Ist ein bisschen unlogisch, aber am Ende alles Eingewöhnungssache. Du, Joachim, für wen ist denn jetzt die Kamera eigentlich? Das ist ja eigentlich eine Fotokamera, oder? Es ist definitiv eine Fotokamera und wir haben sie in der Luxusversion. Wir haben nämlich eine fast 1000 Euro teure Optik hier dran. Gibt es als Kit-Objektiv für dann Komplettpaket 2500 Euro. Das ist ein Fotografenpaket, das aber tatsächlich, ja, komplett wie eine GH6, kannst du ja gerade mal nehmen, funktioniert. Und wenn wir die GH6 mal daneben halten, dann sehen wir, dass der Größenunterschied auch tatsächlich eigentlich mehr oder weniger nicht vorhanden ist. Also andersrum, sie ist sogar ein bisschen kompakter geworden. Genau. Damit hat man ein spannendes Paket. Insofern, dass sie wirklich auch nahtlos aufzeichnen kann, sprich zwischen den zwei Speicherkarten hin und her swappen kann, keine Unterbrechung hat wegen der Hitze, ist das doch eine sehr spannende Kamera, oder? Auf jeden Fall. Und wenn ihr wissen wollt, welche Kamera jetzt für euch die richtige ist, GH6, G9 Mark II oder vielleicht sogar die S5 Mark II, das erzählen wir euch im nächsten Video. Genau, weil wir wollen natürlich den Vergleich, wenn wir jetzt schon alle Kameras mal eben so da haben, machen und genau die Abwägung, die könnt ihr beim nächsten Mal sehen. Ich denke, dass eine G9 als neues Spitzenmodell, in jedem Fall Spitzenmodell der Micro Four Thirds Serie, in jedem Fall eine Berechtigung hat. Allerdings wird es dann für eine GH6 schon ganz schön eng, es sei denn, sie wird günstiger.